Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein leckeres veganes Kuchenrezept für euch, und zwar für einen veganen Kirschkuchen mit Streusel. Wir benötigen dafür 125 Gramm Margarine, 100 Gramm Zucker, 250 Gramm Weizenmehl, ein halbes Päckchen Backpulver und ein ganzes Päckchen Vanillezucker, ein großes Glas Sauerkirschen, davon benötigen wir auch einen Teil der Flüssigkeit, also des Kirschsafts. Und eine Messerspitze Vanilleschote bzw. eine Messerspitze vom Mark der Vanilleschote. Genau, außerdem natürlich noch eine Backform. Und zwar wäre das eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm. Ja, und dann können wir auch schon loslegen. So, ich habe mir hier eine Schüssel auf die Waage gestellt. Da geben wir 250 Gramm Weizenmehl hinein. Das halbe Päckchen Backpulver. Ich habe mir schon ein halbes bereitgestellt. 100 Gramm Zucker. Und ein ganzes Päckchen Vanillezucker. Meine 125 Gramm Margarine habe ich in einem Topf geschmolzen. Die geben wir nämlich jetzt flüssig hinein und verrühren das Ganze. Ich verwende eine Gabel, da nämlich aus diesem Teig jetzt Streusel entstehen sollen. Also wir rühren das jetzt mit der Gabel, zerdrücken das und das Ganze ergibt dann Streusel. Ihr könnt das mit den Händen dann auch noch kneten, das werde ich gleich machen. In der Zwischenzeit habe ich auch schon meine Kirschen abgesiebt aus dem Glas, beziehungsweise habe ich zuallererst aus dem Glas 3 Esslöffel von dem Kirschwasser hineingegeben in die Schüssel und dann die restlichen Kirschen. Und meine Backform, meine Springform, habe ich mit Margarine eingefettet. So, jetzt werde ich den ganzen Teig hier noch mit den Händen kneten, zu streuseln, und dann ziehen wir uns gleich zurück. Hier ist meine eingefettete Backform mit der Margarine. Mein Streuselteig, da werde ich die Hälfte des Teiges jetzt auf den Boden verteilen, dass der Boden gut bedeckt ist. Und diese Streusel werde ich aber jetzt andrücken. Also nicht, dass noch Zwischenräume vorhanden sind, sondern dass es ein gleichmäßiger Boden, also ein gleichmäßiger Boden entsteht. Ohne Lücken, also ohne Löcher. Wie gesagt, aber nur die Hälfte der Streusel. Die andere Hälfte brauchen wir als Streusel auch, die dann drauf kommen. So. Jetzt haben wir hier schön einen Boden. Jetzt stelle ich den Boden beiseite. Hier habe ich mein Glas mit den Kirschen und den 3 Esslöffel Kirschwasser. Meine Vanilleschote habe ich bereits aufgeschnitten. Hier habe ich jetzt eine Messerspitze des Vanillemarks. Die gebe ich hinein und verrühre das noch gut. Und dann geben wir diese ganze Masse auf unseren Boden mit der Flüssigkeit, also mit dem Kirschwasser. So, das verteilen wir schön. Und dann ist der Kuchen auch schon fast fertig. Jetzt kommen nur noch die Streusel oben drauf. Den Backofen habe ich bei 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und der Kuchen kommt dann für ca. 45 Minuten in den Backofen. Jetzt geben wir schön die Streusel drüber. Ja, und wie ihr seht, der Kuchen geht richtig, richtig schnell. Man benötigt nicht viele Zutaten. Und er schmeckt auch richtig lecker. So, das war auch schon alles. Dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in 45 Minuten zurück. Ihr könnt am Ende, wenn der Kuchen noch ausgekühlt ist, auch noch Puderzucker drüber streuen. Ja, ihr Lieben, mein Kuchen war genau 45 Minuten im Backofen. Ich habe ihn gerade rausgetan. Ich zeige euch das jetzt mal so. Ich habe ihn noch nicht abkühlen lassen. Ich wollte euch den schnell zeigen. Den werde ich jetzt ja, 1-2 Stunden abkühlen lassen und danach noch mit Puderzucker bestreuen. Ja, ich finde, der Kuchen ist wirklich richtig schnell nachzumachen, auch sehr, sehr einfach. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn ausprobiert. Das schmeckt richtig lecker. Folgt mir gerne auf Instagram, der Link ist in der Infobox. Und bis zum nächsten Mal.